Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich total, dass du mit am Start bist. Und ja, wir gehen jetzt zur dritten Hüterprüfung. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hab Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Ja, okay. Da geht's auch direkt rein. Also, let's go, Leute. Hier, wir haben alle vier Porträte vor... Porträte? Bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Das Kind, ich bin das Kind. Hallo, Professor Fig. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Ranrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok und Ranrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Naja, scheinbar schon, wa? Isidora hat es ihm gesagt. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Auf jeden Fall. Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin, Professor Fig. Triff dich in der Denkariumkammer von San Bakar mit Professor Fig. Okay, wo müssen wir denn hin? Natürlich wieder ganz in den Süden, ne? Ja. Oh, ich muss niesen. Mann. Das war aber auch laut. Zum Glück habt ihr das nicht gehört. Gut, dann gehen wir doch mal hier hin. Und dann laufen wir den letzten Weg. Nach Meranween. Schnell hier hochklettern. Oh Gott. Was macht er denn? Was macht er denn? So, dann laufen wir doch da mal schnell hin, würde ich mal sagen. Und ja, wir laufen wieder, weil Schnellreiseorte. Ne? Und so. Also, Leute, wir haben Zeit. Außerdem bin ich auch nicht mehr der Jüngste, also ich bin kein D-Zug, okay? Sieht interessant aus. Oh, wer kommt uns denn da entgegen? Oh, Wilderer, hallo! Ja, komm mal her. Komm mal her, du Straßenköter. Das sah ja super weird schon wieder aus. Manchmal ist das auch echt ein bisschen sehr weird, ne?
die so verhalten. Aber naja, was soll's. Er geht hier ganz normal spazieren, der NPC, und denkt sich, ich hab gar nichts gemacht. Ja, so läuft's. Wir haben einfach 20 EP bekommen, wofür auch immer. Weil wir hier lang gelaufen sind. Naja, wichtig und richtig, ne? Dass wir dafür 20 EP kriegen. Den nehmen wir natürlich noch mit, den Mondstein. Den müssen wir natürlich noch mitnehmen. So, und jetzt sind wir schon beim nächsten Dorf angekommen. Und da gucken wir doch mal, was wir da so alles anstellen können. Ja, lauf. Sprinte, Jin, sprinte. So. Und da wartet tatsächlich auch wieder eine Quest auf uns. Aber ich würde sagen, da verzichten wir erstmal drauf. Aber was wir natürlich machen werden, ist hier erstmal durchlooten eine Runde. Das darf natürlich nicht fehlen in einer guten Folge bei mir. Da haben wir es. Ich dachte schon gerade, hä? Aber da haben wir es doch schon. Hauswandbanner. Okay. Und Mormaea-Umhang. Okay, was auch immer das ist. Nein, bestimmt nicht. Was Hallo. Haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wo denn? Ah ja. Okay, wir warten ganz kurz. Warten, bis es dunkel ist. Let's go. Du gehörst mir, Demigeist. Ja, aber sowas von. Ein Demigeist, sehr schön. Das ist auch echt immer praktisch, dass der das auch immer sagt. Ehrlich gesagt, weil... Wenn er das nicht sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch ganz schön viel gar nicht schnallen und übersehen und hast nicht gesehen, ne? Also so verballert, wie ich manchmal bin, was ja dann echt nicht mehr feierlich ist. Jagt alles, was glänzt und neu ist. Gestirn, blau haben wir gekriegt. Okay. Oh, da oben ist auch noch was hier bei dem merkwürdigen Baum. Hä? Ach da. Und hier ist auf jeden Fall eine richtig, richtig dicke Party im Dorf. Revelio. Kommen wir denn hier rein? Ach so. Moment. Komme ich da denn jetzt dran? Bombarda wieder oder was? Nein. Wir probieren es mal mit Bombarda. Bombarda. Hä? Revelio. Hä? Incendio. Aber das habe ich doch... Habe ich das nicht gerade gemacht? Na gut, ganz merkwürdig. Ich dachte, ich habe das gerade gemacht. Aber okay. Hallo, guten Tag. Ich bin hier nur, um zu gucken, was hier so läuft. Hoffe, das ist in Ordnung, ja? Und dann loote ich hier so ein klein wenig. So, was haben wir denn hier für einen Brief? Ein Brief von Harriet an Loen. Lieber Loen, ich hoffe, du bist wohlauf, lieber Bruder. Es war eine Freude, deinen letzten Brief zu lesen und die Neuigkeiten von deiner Familie zu erfahren, wenn er da hinten so die ganze Zeit da... oh Gott, da muss ich mich echt konzentrieren. Okay. Es war eine Freude, deinen letzten Brief zu lesen und die Neuigkeiten von deiner Familie zu erfahren. Besonders von deiner blitzgescheiten Frau. Leanas neueste Experimente bei der Herstellung von Zaubertränken hören sich in der Tat faszinierend an. Gelinde gesagt... Ich habe nie gehört, dass jemand flüssiges Quecksilber zur Herstellung von Dauerwolkentränken verwendet. Ich muss aber sagen,
Ich muss aber sagen, dass die Dampfschwaden, die, wie du beschreibst, durch das Haus wabern, mir etwas Sorgen bereiten. Ist Liana sich gewiss, dass ihre Arbeit sicher ist? Ach, was rede ich denn da? Ich war schließlich nie sonderlich gut in Zaubertränke, nicht wahr? Ich vermisse euch alle sehr und freue mich auf unseren gemeinsamen Sommerurlaub am Meer. In Liebe, Harriet. So, Kollege, und was ist dein Problem hier? Oh mein Gott. Warum schläft er mit offenen Augen? Was ist mit dir, Kollege? Na gut, ein seltsamer Brief von Loe. Meine irrsinnige Harriet, schön deinen Brief zu lesen, ein schöner Brief, so schön. Das Haus ist gerade etwas in Unordnung. Warum bewegen sich die Wände? Die Kinder sehen es auch. Liana und ich haben entschieden, dass es das Beste ist, wenn wir für den Moment alle im Keller bleiben. Denn die Eingangshalle ist voll mit Wolken. Sie sagte, sie wolle dir schreiben, aber hat Probleme, den Federkiel gerade zu halten. Habe ich schon erwähnt, wie schön dein Brief war? Wenn ich Archimedes irgendwo finde, dann schicke ich ihn mit diesem Brief zu dir. Es ist ewig her, dass ich die alte Eule gesehen habe. Die große schneeweiße Fledermaus, die uns mit ihrem Gekreische quält, werden wir hingegen einfach nicht los. Seltsam. Wo sind meine Schuhe, Loen? Okay, die sind auf jeden Fall hier ordentlich gut durchgedreht anscheinend. Weil hier so viel illegaler Scheiß gekocht wird. Okay, hier waren wir schon drin, glaube ich. Ach, hier ist ja noch was. Der Stufe 1, das nehmen wir doch gerne noch. Da ist er. Und da ist er. So. Was erwartet uns denn hier? Auf jeden Fall eine Truhe mit Wirbel dunkelgrau und ein Tagebucheintrag von einem Mitglied der Erschwinderin. Oh. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass Rookwood mich in dieses verfluchte Anwesen verbannt hat, um als Wachposten zu fungieren. Ich glaube, das soll irgendeine Art von Bestrafung sein. Warum sonst sollte er mich beauftragen, nur mit den Toten als Gesellschaft dieses öde Dorf zu überwachen? Seit meiner Ankunft ist es mir nicht gelungen, den Dunst zu beseitigen, der in den Räumen dieser zu groß geratenen Hütte liegt. Am schlimmsten ist der Keller. Er ist voller Leichen. Sie waren mindestens 1 Jahr lang hier eingeschlossen, aber seltsamerweise sind sie nicht verwest. Wie sie gestorben sind, weiß ich nicht, aber je mehr Zeit ich an diesem Ort verbringe, desto seltsamer fühle ich mich. Verkommenheit schleicht sich in meinem Gesicht. Mehr als einmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, schwarze Magie anzuwenden, um die Körper im Keller zum Leben zu erwecken, um Gesellschaft zu haben oder zu meinem Vergnügen. Vielleicht sollte ich mich jetzt zurückziehen, um darüber nachzudenken. Vielleicht bin ich nicht mehr lange allein. Okay. Ja, wenn du da bockig bist, kannst du das halt machen, ne? Ich meine, dich hält niemand auf, Kollege. Dich hält niemand auf. So, dann noch das Häuschen hier. Und dann haben wir schon wieder alles weggelootet. Alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, wird einfach von uns mitgenommen. Einfach eingesteckt. Schweinerei eigentlich, aber naja. Es gehört zum Spielprinzip dazu, ne? So, eine Truhe. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wollte in die Tasche gucken. Alles gut bei dir, Kollege? Okay, du lebst noch. Gut. Er ist nur am Lesen. Dann ist ja gut. Alles klar, dann würde ich doch mal sagen, geht es weiter, die wilde Fahrt. Beziehungsweise die wilde Lauferei. Mich würde auch mal interessieren, wie lange oder seit wann habt ihr eigentlich Hogwarts Legacy schon durch? Habt ihr es einfach direkt durchgesuchtet in einer Woche oder... Ich meine, kann man das so schnell durchspielen? Ja, doch, na klar.
Also je nachdem, wie viel Zeit man halt hat, ne? Aber ich find's eigentlich auch ganz schön, wenn man das so über mehrere Tage so wirklich so genießt, weil ich hätte immer so den Eindruck, ich glaube, wenn ich das einfach alles so durchsuchten würde, so komplett von früh bis spät einfach durchhasseln, ich glaube, dann könnte ich gar nicht so viel genießen, wie ich tatsächlich genieße in diesem Spiel. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Und würde tatsächlich gar nicht so viel, wie soll ich sagen, gar nicht so viel mitkriegen oder darüber nachdenken können. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Seid ihr quasi solche extremen Hustler und von früh bis spät neues Spiel kommt und dann einfach let's go, auf geht's und so? Oder es ist auch so eher so, ja komm, schon so ein, es soll schon entspannt sein. Es ist ja auch ein Spiel, ne? Es ist ja auch ein Spiel und es soll ja auch zum Vergnügen, wie soll ich sagen, zum Vergnügen beitragen, ne? Sagen wir mal so. So, noch eine silberne Halbglasbrille, okay. Was ist denn hier da vor? Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Was ist das? Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die ja, das ist ja schön. Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Ja, das stimmt wohl. Das ist tatsächlich nicht so cool. Finde Hinweise, um die Denkarium-Kammer zu öffnen. Ja, aber wir haben doch hier einen riesengroßen Hinweis, oder nicht? Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Schauen wir. Ins Handy. Ah. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Okay, sprich mit Professor Fick. Ich bin mal gespannt, was er möchte. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Natürlich. Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Okay, ich muss ein Grabhorn bezwingen? Haben Sie schon mal ein Grabhorn bezwungen? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Na gut, also let's go. Ich bin ready. Sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Ja, dann renn mal los, ne? Da musst du dich schon ein Stück bewegen. Haut er jetzt wieder nicht ab, oder was? Du kommst da nicht... Wo willst du hin? Hä? Na gut, ja. Egal. Wir lassen ihn einfach mal, ja? Oh, 1200 Meter. Müssen... Oh mein Gott. What? So weit? So weit? Und ich kann ihn... Ich kann nicht fliegen. Wieso kann ich nicht fliegen? Nein! Oh, das ist aber schon, das ist aber ein ganz schönes Stück, ne? Da sind wir ja jetzt ja schon wieder ein bisschen unterwegs, würde ich mal sagen. Jetzt kann ich fliegen. So, aber ich würde mir trotzdem gerne den Weg eigentlich anzeigen lassen, damit wir hier noch nichts verpassen. Weil ich möchte nichts verpassen.
Würde gerne alles mitkriegen. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Ich fliege einfach mal der Straße hier hinterher. Schau mal, hier ist schon mal ein Dings. Ein Händler. Komm, wir fliegen einfach direkt. Wir waren ja da schon mal, merke ich hier gerade. Da können wir auch gar nichts verpassen, ne? Wir fliegen mal einfach dahin. Da hatten wir ja die Mission, den Flug doch hier wie hieß sie noch? Imelda. Imelda Reyes. Richtig? Das war das doch. Das sollte ich untersuchen. Okay, da gibt's auch Ärger irgendwie. Das Beste am So, dann fliegen wir doch mal da einfach mal hin ganz kurz. Dann haben wir zumindest die Schnellreise. Da war so eine Art Wildererlager. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Ich habe jeden reisenden Händler überfallen, der hier vorbeikam. Okay. Okay, ich habe jeden reisenden Händler überfallen. Ach ja, das war schön. Ja, super Auskunft. Vielen lieben Dank dafür, Kollege. So, dann holen wir uns da den noch. Okay, wo ist der? Ach, hier genau an der Küste oder was? Direkt am Strand? Ja, Mensch, okay. Okay, kann man so machen. Dann gehen wir da nochmal rein. Hallo. Okay, er wird wahrscheinlich... Ja, er wird auch wieder irgendwie von irgendwas verfolgt anscheinend. Ja, und dann würde ich auch mal sagen, geht's hier mal auf zum Grabhorn. Mal ein bisschen Action hier machen. Mal so ein Grabhorn, ne? Umhauen. Wer weiß, ob das so funktioniert alles. Ich habe auch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Huch. So. Ja, hier muss es sein. Oh. Oh, das ist aber nice. Das sieht ja richtig cool aus. Extreme Danger. Okay. Aber mein zweiter Name ist ja Danger, ne? Also Gin Tonics und das G steht für Danger. Oh Mann. Wahrscheinlich kriege ich jetzt richtig auf 12. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Oh, hallo. Hi. Moin. Ich hau dir mal einfach mal ein bisschen hier auf die 12, ja? Der ist ganz schön wild, sagt er. Mann, bist du wild. Zack. Gott, oh Gott, oh Gott. Uah. Ich kann da keine unverzeihlichen Flucht drauf machen. Das ist ja gemein. Aua, 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 aua. Machen wir mal hier ein bisschen Dings hier. Können hier ein bisschen schießen. Oh Gott. Gott. Aua. Oh Gott, was war das denn schon wieder? Oh mein Gott, das war ja auch schon wieder ganz wild. Autsch. Zack. Okay.
So, wartet mal. Wir machen mal hier ein bisschen Kaukohl noch. Au. Okay, das scheint er jetzt nicht so geil zu finden, ehrlich gesagt. Sag mal, kann der Feuer spucken oder was? Oder wie ist es, oder wie darf ich oder kann ich das verstehen? Hier machen wir ein bisschen Kaukohl wieder. Bisschen Kaukohl. Gott. Autsch. Autsch. Aber ich muss schon sagen, der Kaukohl haut schon gut rein, ne? Der haut auf jeden Fall gut rein, der Kaukohl. Au. Noch mal da hier ein bisschen Kaukohl-Action. Hier machen wir noch ein bisschen. Au. Wir haben ihn. Knien. Krass. Nee. Nee. Ist nicht wahr. Nein, nein. Nee. Mm-mm. Das gibt's ja gar nicht. Wie krass ist das denn bitte? Das Grabhorn verfügt über einen mächtigen Sturmangriff, der Gegner und bestimmten Barrikaden großen Schaden zufügt. Halte L2 gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Grabhorns, da sie beim Angriff verbraucht wird. Was? Oh mein Gott. Das ist ja der absolute Superwahnsinn. Oh mein Gott, ist das cool. Wilderer. Mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Wir rennen einfach dran vorbei. Mir doch egal. Tschüss, ihr lieben Wilderer. Ich renne hier mit meinem Grabhorn, okay? Das ist in Ordnung für alle, ne? Wie unfassbar cool ist das bitte? Den Lord der Küste. Wir haben ihn gezähmt, Leute. Huch. Warum ist er gerade gehopst? Oh. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Nein. War das jetzt richtig? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich bin falsch geritten. Sind da gerade ordentlich runtergeflogen. Na egal. Das Grabhorn kriegt das schon hin. Let's go, Sprint. Wir sollen ja nur zurückkehren, oder? Erstmal? Also, zumindest
Scheint es ja so zu sein. Okay. Krass, das bitte aussieht. Ja, dann lass mal da rein. Kein Zug. Was? Was? Wir sind doch schon drin. Wie geil war das denn? Dafür, dass wir keinen Zutritt haben, sind wir da aber gut reingekommen, würde ich mal sagen, ne? Na gut, dann gehen wir mal, dann steigen wir mal ab hier vom Grabhorn. So, da sind wir auch schon. Und dann würde ich aber mal sagen, hier ist noch eine Tasche. Die Tasche öffnen wir noch. Aber dann sind wir schon wieder bei der halben Stunde angekommen. Und dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge weiter. Wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob wir jetzt nochmal eine Prüfung haben oder ob das jetzt quasi diese Prüfung war, dieses Grabhorn zu zähmen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Und dann, ja, bis morgen. Köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.